Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Ich spreche heute mal mit Dr. Michael Treiner über Fremdenergien. Viele Zuschauer wollten unbedingt wissen, wie man sich davon lösen kann und welche Möglichkeiten es gibt, die auch zu erkennen. Wer kennt das nicht? Manchmal kommt man in einen Raum rein und hat das Gefühl, hier stimmt was nicht. Oder man trifft sich mit Menschen und ist danach total müde und ausgelaugt und versteht gar nicht, was da eigentlich gerade passiert ist. Und so gibt es natürlich noch viele weitere Aspekte in unserem Leben, wo wir genau diese Energien vielleicht dann auch für uns ausfindig machen können. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Michael, hallo, schön, dass Lina. Du wieder da bist. Ja, mit dir kann ich immer so in diese Sphären einsteigen. Genau. Ich liebe das ja, diesen Horizont zu erweitern und einfach mal alles, ja, darf mal auch da sein an Informationen und man darf mal wieder in die Intuition gehen und für sich spüren, fühlt sich das wahr an, stimmig. Das sind ja oft auch die Dinge, die bei uns ja auch besetzt worden sind, dass wir eben nicht mehr intuitiv hören, sondern versuchen mit dem Verstand uns alles irgendwie herzuleiten. Und bei den Themen, wo wir halt heute sind, ist es halt manchmal auch schwer mit dem Verstand, diese Themen sich herzuleiten, sondern da gibt es dann halt oft auch das Gefühl, oder? Genau. Und das Problem ist ja, dass man diese fremde Energien nicht sieht und dann ist man vielleicht in der irrigen Meinung, dass es sie nicht gibt. Und dass eben viele Menschen glauben, dass es nur das gibt, was man sieht, macht, dass sie einen Teil unserer Erschöpfung gar nicht wahrnehmen. Das ist einerseits schade, weil Teile dieser Schöpfung sind wunderbar. Und auf der anderen Seite können sie nicht erkennen, dass es Dinge gibt, die sie tief halten, nur weil sie sie nicht sehen, halt nicht erkennen. Und das ist auch schade, weil dann kommen sie nicht in ihr Potenzial hinein. Und ich habe mir überlegt, wie könnten wir unseren Zuschauern näher bringen, wie man sich vor diesen fremden Energien schützt. Das ist ein komplexes Thema und ich habe versucht, wirklich mein ganzes Wissen, was ich bis heute zusammengesammelt habe, hier heute zu bringen und wirklich alles offenzulegen, wie ich das mache. Und diese Fremdenergien sind ja ein riesiges Thema. Das ist wirklich Teil dieser Welt. Und man kann das glauben oder nicht, aber es ist trotzdem da. Und man sieht das ja auch, dass das haben ja so viele Menschen haben sich gemeldet mit diesem Thema über diesen Sender, dass man sieht, das bewegt sehr viele Menschen. Auch wenn das noch nicht salonfähig ist in den Medien, dann sieht man doch ganz klar, wenn man eure Einschaltquoten anschaut, das interessiert echt viele Menschen. Woran erkennt, was haben die Menschen, also die, die dich angeschrieben haben, gesagt, woran merken sie selber, dass sie Fremdenergien wahrnehmen, entweder bei anderen oder bei sich? Das Häufigste, was die Leute nennen, ist, dass sie wie sagen, ich habe eine Art fremde Steuerung in mir. Ich habe wie eine Stimme, die mir dann, wenn ich etwas machen will, sagt, nein, das machst du nicht. Viele, gerade sensible Menschen, die merken das. Und die sagen dann wieder, in mir ist wie eine Stimme, die kriege ich nicht gepacken. Die macht mit mir, was sie will. Also wie eine Fremdsteuerung. Mhm. Das merken viele Leute. Oder sie machen dann Dinge, sie gehen saufen, wie unter Zwang, machen Dinge, die sie niemals machen würden. Und wenn es vorbei ist, schämen sie sich. Das sind Dinge, wo fremde Energien ganz sicher eine Rolle spielen könnten. Und was man auch noch so sieht, sind Menschen, die kommen zu mir und sagen, ja, wissen Sie, immer wenn ich irgendwie etwas machen möchte, was mir gut tun würde, dann geht das nicht. Dann falle ich auf die Nase vor den Ferien. Wenn ich zu Ihnen in die Behandlung kommen kann, habe ich so Kopfweh, dass ich nicht kommen kann. Das sind die sogenannten Saboteure. Es gibt Menschen, die merken das. Die merken das. Und dann, was am häufigsten darauf hinweist, dass fremde Energien im Spiel sind, ist auch die Tatsache, dass Menschen Krankheiten haben, die unlösbar sind. Kein Arzt, kein Naturheilarzt kann man nicht lösen. Man findet nicht raus, warum die das haben, was da dahinter steckt und warum das so aggressiv ist. Oder? Und man sagt dann oft von diesen Leuten, ja, weißt du, die spinnen einfach. Der Schulmediziner sagt dann, die sind krank, unheilbar. Und das ist häufig das Thema, unheilbare Krankheit,
unheilbar, nicht erklärbar, die Spinnen. Das sind so ein bisschen die Merkmale, die auf Fremdenergien hindeuten. Und die können auch krank machen, oder wirklich, dass du psychisch krank bist, körperlich krank bist, dass du nichts essen kannst, dass du Kopfweh hast. Fremdenergien können das alles. Aber klar, nicht jedes Kopfweh und nicht jedes Bauchweh kommt von sowas. Mhm. Ich meine, wenn wir das falsche Zeug essen, was abgelaufen ist, kriegen wir Bauchweh ohne Fremdenergie. Ja, aber irgendwas hat ja dazu geführt, dass wir diese Wahl getroffen haben. Und das gegessen haben. Und nicht intuitiv gespürt haben, das tut mir jetzt nicht gut. Das ist richtig, oder? Das ist genau der Punkt, oder? Da wir von der Intuition abgeschlossen, abgetrennt sind, erkennen wir oftmals eben diese nicht sichtbaren Störenfriede, die erkennen wir nicht und sagen, das gibt's nicht. Die Wissenschaft sagt, es gibt nur, was man beweisen kann. Das kann man im Moment noch nicht beweisen. Aber man kann mit diesen Kräften arbeiten. Das kann man beweisen. Man könnte vor laufender Kamera solche Sitzungen durchführen und du siehst dann, wie die Informationen reinkommen. Aber unser System glaubt nicht an diese Art von Beweisführung. Das ist auch bedauerlich. Aber es ist eben auch das Diktat der Akademie, die uns sagt, welche Methoden gelten als wissenschaftlich und welche nicht. Das müsste man wahrscheinlich so im Raum stehen lassen. Aber kommen wir mal zu diesen Fremdenergien. Das Wichtigste oder das Erste, was ich sagen möchte, ist, Fremdenergien sind nicht nur schlecht. Also wenn die Zuschauer jetzt hören, es gibt Fremdenergien, dann ist mal wichtig, ein großer Teil der Fremdenergien ist fantastisch. Das sind die Engel, die uns begleiten. Das sind die Meister, die Buddhas, die Jesus, alle diese Wesen, die uns begleiten und die wir in der Arbeit täglich brauchen können. Das würde nicht gehen ohne Fremdenergie. Also die Menschen, die da schon offen sind dafür, das ist eben eine wunderbare Seite der Fremdenergie. Jetzt gibt es halt, wie bei allem, auch Fremdenergien, die nicht wunderbar sind. Und jetzt geht es darum, uns davor zu schützen. Und da ist mal die erste Aussage. Fremdenergien loszuwerden ist gar nicht so schwierig. Also ich möchte allen Mut machen, die schon aufgegeben haben, Fremdenergien zu beseitigen. Das liegt in unserer Natur, in unserem Wesen. Wir können das. Und es gibt Menschen, so wie ich jetzt beispielsweise, die bringen uns bei, wie man das macht. Und man muss mal schauen. Es gibt viele Bücher zu Fremdenergien, die jetzt erscheinen. Das ist ein Thema der Zeit. Und wichtig ist aber ein Punkt, oder? Ich komme aus der Schweiz. Und in der Schweiz, das ist das Land, wo die Menschen am meisten Versicherungen auf der Welt haben. Also die Schweizer, die wollen immer alles versichern, die wollen sich absichern gegen die Unbill der Welt. Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, Sie, Herr Trainer, ich möchte, dass Sie mir die Fremdenergien wegnehmen, dass ich das nie mehr habe. Und da muss ich dann die Leute enttäuschen und muss sagen, das geht gar nicht. Fremdenergien gehören zu unserer Welt, man kann die sich ständig irgendwo auflesen und man muss da immer wieder Ordnung machen. Das ist wie mit der Küche. Einmal die Küche aufgeräumt, heißt nicht, ich muss nie mehr die Küche aufräumen. Das ist genau gleich. Also, das muss man immer wieder machen, es ist eine ständige Arbeit. Und ich habe in der Neuauflage meines Buches ein eigenes Kapitel neu diesem Thema gewidmet. Da kann man das im Detail nachlesen, was ich jetzt sage. Und ich würde mal gerne damit starten, wenn man Fremdenergien loswerden will, ist der erste Schritt, wir müssen wissen, welche Fremdenergien haben wir überhaupt. Und da bitte ich vielleicht die Kamera, uns das erste Bild zu geben. Es gibt meines Erachtens im Moment, das ist der Stand meines Wissens, das ist nicht die Wahrheit, 5 Formen von Fremdenergien, die uns belasten. Die erste Form sind Implantate. Das sind einfache Programmierungen, energetische Programmierungen, die uns niedrig halten. Zum Beispiel, ich bin ein Idiot. Das ist ein Programm. Oder, ich muss immer krank sein. Das sind Programme. Das ist eine Fremdenergie. Das kann durch Fremdenergien in den Mensch eingeführt werden. Dann gibt es die zweite Form, das sind die Elementale. Und die Elementale sind einfach Implantate, ein bisschen komplexe, mehrere solche Glaubensmuster. Ich bin nicht nur blöd, ich bin auch hässlich und ich bringe es zu gar nichts. Also das sind Elementale. Die stören unsere Denk-, Glaubens- und Verhaltensmuster. Mhm. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, die klingt jetzt ein bisschen abenteuerlich. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Das sind technische Geräte, das sind technische Roboter und künstliche Intelligenzsysteme. Die werden von außerirdischen Lebensformen in uns reingebastelt. Die holen uns in ein anderes Frequenzband, tun die Geräte dann rein und die Geräte haben die Eigenschaft, dass wenn wir zurückkommen in unsere Frequenz, machen die Geräte das nicht.
Das heißt, wir haben die Geräte zwar noch in uns, aber die bleiben versteckt in einer anderen Frequenz. Deshalb sehen wir sie nicht. Wir können die in Röntgengeräten kaum finden. Vielleicht mit ganz feinen elektromagnetischen Sensoren könnte man ihre Anwesenheit erkennen. So wie die Geheimdienste ja die UFOs, die man nicht sieht, über elektromagnetische Radarsysteme erkennen. Mhm. So könnte man es vielleicht erkennen. Da kommt ja jetzt auch immer mehr ans Tageslicht, diese UFO-Geschichten, gell? Was ja auch immer vor vielen Jahren dann von Wissenschaftlern, Akademikern belächelt wurde. Genau. Und jetzt kommt es auf einmal ganz normal in der Presse, als ob es schon immer klar war, dass wir auf jeden Fall immer Außerirdische sehen. Ja, genau. Richtig, ja. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass diese Dinge auf uns zukommen und sich die Kreise, die das verneint haben, neu positionieren müssen, weil die können ja dann nicht, wenn das kommt, sagen, ja, wir haben immer gesagt, das gibt's nicht, sondern sie müssen jetzt irgendwie die Seite wechseln. Mhm. Ja. Ja, in der Schweiz gibt es neu, an der ETH, das ist unsere renommierteste technische Universität, wird jetzt neu ein Lehrstuhl für außerirdische Intelligenz geschaffen. Also da sieht man, die schwenken jetzt um. Mhm. Oder? Und deshalb sind diese Themen so wichtig und wir dürfen hier zusammen ein bisschen spinnen, weil vielleicht spinnt in 3 Jahren die ganze Welt und dann sagt man, die haben uns das wenigstens gesagt. Mhm. Ich sehe das so. Schön. Genau. Und dann haben wir eben diese Geräte, Roboter und so, die können auch Denk-, Glaubens- und Verhaltensmuster stören, aber sie können auch biologische Prozesse stören. Also die können machen, dass eine Frau unfruchtbar ist beispielsweise, dass uns die falschen Hormone ausgeschüttet werden, das können die. Und dann haben wir noch eine 4. Kategorie, die ist neu. Ich wusste das nicht vor einem Jahr. Das sind sogenannte Portale. Es gibt Fremdeinflüsse, dass die Tore machen in unser System, wo wir mit anderen Welten verbunden sind. Du kannst dir das wie ein Wurmloch vorstellen für die Leute, die das kennen. Das sind Verbindungen in andere Raum-Zeitstrukturen. Und dort kann dann Zeugs reinkommen, was dich total fertig macht. Und die 5. Kategorie von fremden Energien, das sind dann die Besetzungen. Das sind Wesen, die in dein Feld reingehen und dich programmieren, stören, quälen. Oder wenn es lichte Wesen sind, die dich heilen. Das sind die verschiedenen Formen von Fremdenergien, die es gibt. Also ist es gut zu wissen, was hat man? Dann weiß man auch, was man loswerden muss. Es ist eben anders, ein Implantat loszuwerden, als ein Portal zu schließen. Mhm. Also muss man das gewissermaßen wissen. Das führt uns dann zum nächsten Punkt. Ja, wo liest man sich denn Fremdenergien auf? Oder weil das Problem der Fremdenergien, das ist etwas, das sehr viele Menschen betrifft, nicht nur Systemveränderer. Ich glaube, in der Schweiz hat mehr als die Hälfte der Menschen, die bei uns leben, die haben Fremdenergien. Das wird bei euch sehr ähnlich sein. Also, woher kommen denn diese Fremdenergien? Sind ja nicht alle Systemveränderer mit irgendwelchen komischen Genen. Und schauen wir mal hin, vielleicht, dass wir das eingeblendet bekommen. Ein wichtiger Faktor ist die Ernährung. Gifte, also Pflanzengifte, Gifte, die in der Natur rumkommen durch unsere Industrie. Gifte können Fremdenergien bringen. Mhm. Die können uns öffnen für Fremdenergien. Dann bei gewissen Menschen ist Gluten, ist ein Bestandteil im Getreide, der kann Menschen für Fremdenergien öffnen. Und dann teilweise Fleisch. Zum Beispiel, oder einfach Fleisch mit sehr viel Gift drin, Tiere, die Massentierhaltung schrecklich, furchtbar geschlachtet. Dann Drogen natürlich. Drogen öffnen unsere Systeme, sei das Alkohol, Zigarettenrauch, LSD, MDMA, diese Partydrogen, die öffnen. Dann gibt es Medikamente. Es gibt ordentlich viele Medikamente, die uns öffnen. Neuroleptika, alle diese Psychopharmaka, die öffnen die Felder. Und dann auch Gentherapeutika, wie sie in letzter Zeit sehr viel eingesetzt wurden, um Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Die öffnen die Felder. Dann bestimmte Krankheiten, da sind wir wieder bei einem aktuellen Thema. SARS ist ein Erreger, der öffnet das Feld der Menschen. Dann beispielsweise Borrelien, in der Schweiz stark im Vormarsch. Zeckenbiss-Borrelien, auch in Deutschland verbreitet, was ich weiß. Und beispielsweise die Epstein-Barr-Krankheit, heißt bei uns auch Pfeiffersches Drüsenfieber, ist ein Herpesvirus. Solche Krankheiten, und das ist immer Punkt, 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 es gibt noch viel mehr, die können uns öffnen. Dann Dinge wie die Technik, Handys. Bestimmte Menschen werden geöffnet durch den Gebrauch von Handys. Computer können das auch. Starke Sendeanlagen, also diese 4G, 5G-Sendeanlagen, die können Löcher in unser System machen. Und dann starke Generatoren und Stromleitungen.
Dort gibt es ja starke elektromagnetische Felder, die können unser Feld wie aufreißen. Dann Unterhaltung ist wahrscheinlich der größte Brocken. Mhm. Filme, Musik, unten halten. Porno, Konzerte, große Ansammlungen. Dort ist das oft sehr voll von Fremdenergien. Es gibt Sendungen, die sind voll von Fremdenergien. Und dann das Thema Sexualität. Wenn wir einen besetzten Partner haben und Sex haben mit dem, haben wir das auch. Oder zum Beispiel, wenn wir sehr grobe sexuelle Praktiken haben, Sadomaso, alle diese Geschichten, dort geht ein Feld auf und dann können sie reinkommen. Und dann generell im Grunde genommen, wenn Menschen oder Tiere starke, störende Besetzungen haben, die Berührung mit diesen Tieren, der Austausch mit diesen Menschen kann Fremdenergien übertragen. Also damit will ich sichtbar machen, alle wir, die wir hier leben, wir sind dem ständig ausgesetzt. Mhm. Und deshalb ist es wie mit der Küche, wir müssen immer wieder aufräumen. Alle die Sachen, die kann man ja jetzt positiv oder negativ leben. Ja, ich kann ja, wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt einen besetzten Partner, grobe Praktiken in der Sexualität, wenn ich jetzt mit dem Bewusstsein sage, okay, man lebt jetzt eben das ganz viel mit viel Sensitivität, mit viel Liebe oder man macht anstatt Heavy-Metal-Musik dann klassische Klaviermusik, dass man eben, oder beim Computer-Handy macht man Entstörer rein oder bei Borrelien, SARS hebt man eben die Schwingung vom Körper, indem man basisch Mikronährstoffe mäßig, also kann ich durch mein Tun den Fremdenergien das so ungemütlich machen, dass sie gar nicht sich halten können? Unbedingt, unbedingt. Oder wenn wir jetzt sehen, wo wir das alles auflesen können, können wir das ja auch ein bisschen beeinflussen. Ich kann ja zum Beispiel versuchen, weniger Pornos zu schauen. Oder ich kann versuchen, keine Gentherapeutika zu nehmen. Oder ich kann versuchen, auf Gluten zu verzichten, wenn das bei mir ein Störfaktor ist. Also können wir durch ein bewusstes Leben, können wir einen großen Teil der Fremdenergien schon mal wegbringen. Wenn jetzt jemand ein radikales Ding macht, sagt, ja okay, ich faste jetzt, gehe viel in die Natur, schau kein Fernsehen mehr. Was könnte bei demjenigen passieren? Wir hatten es im Vorgespräch schon mal, wo du gesagt hast, ja, da kommen die Dinge hoch, die nicht bearbeitet wurden. Aha. Weißt du noch, im Vorgespräch, das fand ich ganz spannend, da wollte ich nochmal mit dir drauf eingehen. Jawohl. Also wenn jetzt jemand wirklich bewusst sagt, ich löse mich von allem und gehe wirklich Ernährung, und was passiert dann im Körper? Wenn das jemand macht, dann wird es möglicherweise so sein, das werden wir noch sehen, du kannst mit der Ernährung und so deinem Verhalten alleine Fremdenergien nicht loswerden. Wenn du Sklavengene hast, hatten wir ja einen früheren Film angeschaut, dann kannst du mit der Ernährung die Sklavengene nicht wegbringen. Also kann es sein, dass dann die Fremdenergien dich blockieren, dass du wie sauber werden willst. Es gibt dann so wie eine Kampfzone, wo sie dich nicht hergeben wollen, diese Fremdenergien. Und dann werden sie dich vielleicht in eine Krise stürzen und in eine Depression. Und du willst dich dann umbringen. Du hast dann zwar irgendwie sauber gegessen, hast keinen Fernseher geschaut, aber du wirst toddepressiv. Und dann gehst du wieder zurück und schaust wieder Fernsehen und sagst dir, dann geht's mir auch besser. Das kann beispielsweise passieren. Aber genau das, was du sagst, kann eben auch passieren. Man wird dann wie feiner. Es gibt Dinge im Leben, die machen uns frequenzmäßig eher tiefer. Der Genuss von Pornos macht das zweifelsohne. Oder, und dann gibt es Dinge, das hebt unser Frequenzmuster eher an. Vielleicht die klassische Klaviermusik von irgendeinem Klassiker. Oder, und da können wir natürlich schon etwas machen. Und wenn wir dann feiner werden, durch ein bewusstes Leben, sage ich jetzt mal, dann kann es sein, dass neue Themen hochkochen. Und die musst du dann anschauen. Also von daher ist es gut, wenn wir fasten gehen, dürfen wir dann nicht verzweifeln, wenn dann plötzlich neue Themen kommen. Das gehört zur Reinigung. Es ist nicht so, dass wir nur fasten und dann sind wir sauber, sondern durchs Fasten werden wir höher schwingend und mit dem höher schwingend kommen wir an Themen ran, die noch stören, und die können wir dann anpacken. Es ist wieder wie mit der Küche. Man muss immer dranbleiben. Auch an dem Auflösen der Dinge. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja. Gut. Und dann würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen. Oder Fremdenergien kommen über diese Kanäle rein.
haben verschiedene Faktoren, was sie verschiedene Arten, von Besetzern bis zu Programmen. Oder, und das Hauptproblem mit den Fremdenergien heute ist, dass niemand darüber Bescheid weiß. Die Leute wissen das nicht. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Fremdenergien loszuwerden ist gar nicht so schwierig. Man muss es wissen. Das heißt, man muss auch dran glauben. Mhm. Sonst glaubt man es ja nicht. Oder, und da ist eben das Problem, dass die Medizin im Moment uns noch keine Informationen liefert. Und auch die Medien, einfach niemand liefert uns hier Informationen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir das jetzt machen. Und wenn wir dann diese fremden Energien haben und loswerden wollen, dann gibt es zwei Schritte, die zu beachten sind. Das eine ist, wenn du jetzt eine fremde Energie hast, müssen wir sie rausnehmen. Mhm. Wir müssen sie wegnehmen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, wir müssen schauen, dass sie nicht zurückkommen kann. Und dort geht es darum, dass wir dich wasserdicht machen und alle Lücken, die in deinem System sind, schließen. Ich sage immer, es ist wie der Emmentaler Käse, der hat Löcher. Also wir müssen die Löcher zumachen. Und ich würde mal sagen, wir packen den ersten Schritt an, wie entferne ich bestehende fremde Energien. Und da habe ich auch eine Folie mitgebracht, vielleicht kann man die einblenden. Ich mache das in 5 Schritten. Mhm. Ich sage, wenn ich so eine fremde Energie erkannt habe, sage ich dem Klienten, also jetzt räumen wir die raus. Und dann gehen wir im ersten Schritt mal schauen, wer ist da. Ist es ein Portal, ein Implantat, was immer. Zweiter Schritt. Ich kann das nicht selber rausnehmen. So wie wir nicht sehen, wo die sind, diese fremden Energien, gibt es aber Wesen, die das sehen und die können das rausnehmen. Also brauche ich die Hilfe von unsichtbaren Helfern, Geistwesen. Und dann muss ich bestimmen, wer hilft mir. Hilft mir das höhere Selbst des Patienten, mein höheres Selbst? Ist es der Seelenführer, der Geistführer, der Schutzengel? Ist es ein Meisterwesen wie ein Buddha? Oder ist es ein Engel wie der Erzengel Michael? Also muss ich definieren, wer hilft. Wenn ich das gemacht habe, dritter Schritt, lade ich dieses Wesen ein, uns zu helfen, weil die kommen ja nur, wenn wir sie bitten. Die kommen nicht. Freier Wille gilt. Mhm. Dann baue ich in der Regel mit diesem Wesen, was kommt, ein energetisches Feld auf. Ich verbinde mich mit denen, manchmal machen das die Klienten selber, bis ein so hohes Frequenzband da ist, dass diese Fremdenergien wie nicht mehr hierbleiben können. Und dann kommt der große Gong. Dann muss man etwas sagen. Und der Spruch, der Ausweisungsbefehl der Fremdenergie, der heißt, ich verwende ihn so, bei meinem freien Willen als Mensch befehle ich den störenden Fremdenergien sofort zu verschwinden. Dieser Befehl in Kombination mit diesem Geistwesen führt dann zur Entfernung dieser Energie. Die sind dann weg. Meistens sind die nach 1-2 Durchgängen sind die weg. Und das hat damit zu tun, dass diese Fremdenergien sind ja gegen deinen Willen hier. Mhm. Und im Grunde müssten die respektieren, dass wir einen freien Willen haben. Da wir das aber nicht wissen und uns nicht wehren, können die bleiben. Mhm. Und deshalb ist das Wissen um diese Dinge so wichtig. Und dann ist das entfernt. Ist nicht so kompliziert eigentlich. Ja. Wie ist es in der Praxis? Mhm. Weißt du, wenn die auch wiederkommen, ich finde das auch so ein bisschen frustrierend. Ja. Weil, genau, das was macht es denn für einen Sinn? Werden die dann schwächer? Nein, nicht unbedingt. Oder aber stärker oder aggressiv? Ich habe natürlich den Vorteil, dass sie die fremde Energie nicht mehr in der Sitzung sind, weil solange ich den Muskeltest brauche, ich arbeite halt so, können die ganz locker den Muskeltest stören. Viele Menschen, die den Muskeltest brauchen, gehen irre, werden in die Irre geführt, weil eben fremde Energien den Test ganz einfach blockieren können. Also habe ich mal den Vorteil, ich kann arbeiten, ohne dass die dreinreden. Ja. Aber es ist natürlich frustrierend, wenn die immer wieder kommen. Oder? Und da kommt dann der nächste Punkt, die kommen eben fast immer wieder. Und da muss man schauen, einerseits muss man dann eben die Dinge vermeiden, wo sie wieder kommen, vom Porno über die Droge, diese Dinge, das können wir selber steuern. Und dann kommt noch ein zweites Thema, wir müssen die Lücken in den Systemen der Patienten schließen. Mhm. Und da habe ich nochmal eine Folie mitgebracht, wo ich aufzeige, wo sind die häufigsten Eintrittsstellen für fremde Energien in unserem System. Und die muss man dann schließen, sonst kommen die immer wieder rein. Ich sage immer, es ist wie ein Cabriolet. Wenn du im März-Cabrio bei schönem Wetter rumfährst, du hältst in München oder in Stuttgart an der Ampel und
dann ist ein Dach offen, da kann ja im Grunde genommen jeder einsteigen. Mhm. Und vielleicht ist das ein netter Prinz, auf den du schon lange gewartet hast, dann ist das ja okay. Aber wenn das nicht so ist, dann musst du den wieder rauswerfen. Mhm. Jetzt ist das so, bei der nächsten Ampel kann aber wieder einer reinsteigen. Also musst du lernen, das Dach zu schließen. Und das, was ich jetzt zeige, ist das Dachschließen am Auto beziehungsweise das Loch im Emmentaler Käse zumachen. Mhm. Und das geht so. Wir können Löcher haben in unserem Körper, zum Beispiel Sklavengene. Menschen mit Sklavengenen, die haben ganz viele Löcher im Körper, weil diese Fremdenergien wollen ja in die Systeme eindringen. Also präparieren die den Körper schon so, dass man rein kann. Dann kann es sein, dass beispielsweise Körperteile dissoziiert sind, dass wir energetisch gewisse Körperareale nicht mehr energetisch versorgen. Dort kann man rein. Oder es gibt Fremdenergiestrukturen, ein Gerät in deinem Kopf, dort können sie rein. Das Gleiche gilt mit dem Geistig. Unser Geistig ist ein Energiefeld und dort kann man falsche Informationen reinpacken. Zum Beispiel, ich bin immer offen für fremde Energien. Das muss man löschen. Oder wir haben im letzten Film gesehen, dass im Geistig Teile dissoziiert sein können. In diese Löcher können sie rein. Oder im Geistig können fremdenergetische Strukturen sein. Das Gleiche gilt für das Seelenich. Dort können durch Traumas Löcher entstehen, durch Dissoziationen, durch Schwüre, die wir in vergangenen Leben gemacht haben, ganz ähnlich. Und dann haben wir auch Lücken bei den Travelers, also die Menschen, die nicht richtig inkarniert sind, sondern von einem fremden Wesen gelebt werden. Dort kann der Traveler eine Lücke haben und dann kommen sie rein. So gibt es auch Dualseelen, über Dualseelen können wir angegriffen werden und über unsere Ahnen. Die Ahnengeschichten, die wir in uns tragen, die können Löcher machen in uns. Also siehst du, es gibt sehr viele Lücken, an die man denken muss, die man schließen sollte. Definitiv. Ja. Oder, und wenn man das alles im Griff hat, man weiß, wie man sie entfernt, man hat die Löcher zugemacht, dann wird es langsam trocken. Und die Menschen leben dann ohne schwere, störende Fremdenergien. Mhm. Und das ist machbar. Ich versuche das selber auch zu machen, indem ich mich immer wieder reinige. Ich bin natürlich ausgesetzt diesen Fremdenergien tagtäglich. Mhm. Ich mache das bis zum Exzess. Aber ich habe Leute, die kommen seit Monaten in die Praxis, keine Fremdenergien. Mhm. Man kann das. Aber es hat gewisse Entbehrungen. Die essen gewisse Dinge nicht mehr, die schauen gewisse Filme nicht mehr, die gehen vielleicht nicht an ein Hardrock-Konzert mit 50.000 Zuschauern. Mhm. Es gibt dann schon Dinge, die man dann vielleicht besser sein lässt. Ja. Super. Ja, sehr interessant. Vor allen Dingen die Facetten und das ganze Thema wirklich mal so aufbereitet. Also ich denke, für den einen oder anderen Zuschauer ist wirklich nochmal was Spannendes dabei, wo man ja ins Leben integrieren kann. Haben wir noch Zeit für ein Fallbeispiel? Ganz kurz, ja. Ganz kurz, also. Ich möchte ein Fallbeispiel geben. Seine Frau lebt in der Region Zürich, sie ist 61 Jahre alt und sie kam mit einer schweren Depression zu mir. Suizidal, wirklich schwere Depression. Und wir haben dann gesehen, die wurde das halbe Leben gemobbt. Sie wurde auch vielfach missbraucht hier in dieser Welt von ihren Verwandten und so weiter. Und wir haben dann schnell gesehen, die hat einen Laborkörper. Das ist ein künstlich gezeugtes Wesen, diese Frau, die hat einen Körper aus dem Labor. Und die ist vorbereitet für Heilarbeit und Sexarbeit. Die hat ganz viele Sklavengene und sie hat schwere Schäden am Hören selbst. Haben wir alles entdeckt, haben das, soweit wir konnten, aufgearbeitet und sauber gemacht in vielen, vielen Sitzungen, weil du kannst dir vorstellen, es gibt so viele Löcher, so viele Quellen, dass bis man das trocken hat, braucht es ein paar Sitzungen. Und dann war die sauber und dann kam die eines Tages wieder und gesagt, wissen Sie, es ist wieder wie früher. Ich bin depressiv, ich will nicht mehr leben, das hat alles überhaupt nichts gebracht und ich stürze mich lieber unter den Zug. Und da habe ich gedacht, ach du meine Güte, was ist denn da passiert? Und dann haben wir gesehen, die hat einen Rückfall gemacht. Oder, und damit will ich sagen, wir machen immer wieder Rückfälle. Und sie hat, und das muss man sich ja jetzt mal noch diese Kugel geben, oder? Die ging, die wollte an sich arbeiten und hat eine Systemaufstellung besucht. Und die haben dort irgendein Familiensystem aufgestellt mit hoher traumatischer Dichte, große Probleme. Und dieses traumatische Feld, was die aufgestellt hat, hat bei ihr gleich wieder ein neues Loch ins System geschlagen. Und dort hat die wieder fremde Energien aufgelesen. Also das heißt, selbst wenn wir uns therapieren manchmal, kann es sein, dass Lücken entstehen. Und generell, wenn du an einem Trauma arbeitest,
geht in der Regel mit der Aufarbeitung des Traumas eine alte Systemlücke auf. Mhm. Das heißt, wir sind eben nicht wasserdicht und dann sind wir es, sondern das ändert immer wieder. Also wir sind da immer wieder gefordert, dran zu bleiben, aber das Wichtige ist, man kann das und es gibt Wege, wie man das macht und das lohnt sich enorm, weil wir kommen in eine höhere Schwingung, wenn wir das weghaben und wir kommen an unsere spirituellen Themen und Lebensaufgaben dran. Mhm. Und das empfehle ich allen wirklich wärmstens. Super. Ja, das zu machen. Ja, vielen Dank noch für das praktische Beispiel. Gerne. Schön, dass du wieder da warst und ja, ich glaube, da kommen noch ganz viele spannende Themen in Zukunft mit dir. Schön. Ja, bis bald, danke. Bis bald, auf Wiedersehen. Ja, liebe Zuschauer, auf Ihren Wunsch, auch das Thema mit Fremdenergien nochmal wirklich in die Tiefe zu beleuchten. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich rausziehen. Bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und eine wundervolle Zeit. Bis bald und tschüss.